Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch wieder. Willkommen zurück zu Life is Feudal in unserer Montagsausgabe. Wie immer mit in den Planlosen sind mit dabei unser Barock Zombold. Kuckuck. Unsere Silkene. Hoi. Unser Gimli. Boin. Unsere Ramana. Was? Oh, unser Raman. Boin. Und unsere Nicola. Hallo. Ja, was machen wir wieder heute? Kühe zähmen. Katzen erschlagen. Jemand sollte die Alchemistenhütte löschen. Viel Spaß dabei. Von mir aus kann sie auch brennen bleiben. Ich habe die ganzen letzten Folgen Gebäude repariert, jetzt bist du mal dran. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich diskutiere das nicht. Ich diskutiere das auch nicht mit dir aus. Müssen keine Tränke mehr für Sascha. Die nutzt er sowieso nicht. Auch wenn er wollte. Okay, keine Hacken und Schaufel mehr für Sascha. Die Schmiede ist die nächste, die repariert werden muss. Schon wieder? Ja. Ich werde wohl mal ein, zwei Folgen Schmieden da einschieben müssen. Du hast ja letztes Mal irgendwie einige Bänder gebraucht. Für was war das nochmal? Reparaturkits. Ah ja, genau. Hast dann ja mal gesehen, wie scheiß teuer die Teile sind. Ja. Aber ich bin ja auch der Einzige, der die noch herstellt. Ich auch noch machen. Barock, das ist so nicht ganz richtig. Ich habe dafür gesorgt, dass du Material wieder dafür hast. Ich habe mich die ganze Zeit ums Leder gekümmert. Das ist ja auch so ein Riesenaufriss. Die Reparaturkits ist viel mehr Arbeit. Und um deine Flachsfasern auch. Die sind für alle durch. Ja, die liegen noch genauso darum. Ja, die mögen zwar rumliegen, aber sie sind verarbeitet. Und liegen rum. Ja, aber sie sind trotzdem verarbeitet. Ändert nichts daran, dass sie rumliegen. Ah, das ist immer eine Ansichtssache. Könntet ihr jetzt bitte damit aufhören? Das ist anstrengend, dem zuzuhören. Es macht aber Spaß. Mir aber nicht. Halt dir die Ohren zu. Es geht gerade sehr schwer. So groß sind deine Ohren nun auch nicht, auch wenn ich die immer lang ziehe. Bei der Katze im Hintergrund. Hat die Katze mit Ohren zu tun? Die kann man sich da reinstecken. Ferengis kriegen das bestimmt hin. Nein, Ferengis lieben doch Wattebäulchen. Barock? Ja. Lux, Nachtfahr oder irgendein spezieller Trank? Lux. Ja, und Nafta. Nafta. Also für mich Lux. Wir brauchen auf jeden Fall Flachs und Nafta. Lux. Flux. Ja, jetzt komme ich auch schon wieder durcheinander. Ich krieg jetzt gerade den Mumpitz. Hab ich jetzt hier viel Erde rausgeholt? Komme ich mit dem Pferdekarren eigentlich in die Mine rein? Immer noch nicht. Rein vielleicht, aber nicht mehr raus. Ich lasse es dann lieber. Ich habe fast den kompletten Karren nur mit Erde vorgemacht, den ich hier rausgeholt habe. Gleison, wo soll denn die Erde hin? Zur Baustelle. Du bist doch hier am Wege bauen. Ja. Wo darf sie abgeschüttet werden oder willst du das eben machen? Nö, du kannst hier eine. Ja, nee, ich stell mir den hier hinten einfach hin. Ich hol ihn ab. Bitteschön. Jo. Das ist der Erzkahn. Der ist auch voll bis oben hin.
40 plus 50. War das der Wagen von hier unten? Nein, der Wagen stand in der Mine bei mir. Okay, weil der eine Wagen, der da unten war ja auch 100er Mutterboden drin. Ich glaub's gar nicht, wie stolz ich gerade bin. Ja, ich hab's mir gerade schon gedacht. Ich hab extra drauf geachtet. Nur für dich. Was auf den 100er Boden? Nein, er hat nicht Sand gesagt. Ach so. Naja, mache ich was Nützliches, wenn ich darauf warte, dass der Wagen frei wird. Wo du gerade hier bist, siehst ja, wo ich stehe, ne? Nein. Doch, andere Seite vom Baum, wo du jetzt bist. Ich sehe dich wirklich nicht, da ist der Baum im Weg. Interessant, weil ich dich so sehe. Na gut. Kannst jetzt du dieses Feld hier planieren, auf 40? Nein, es ist nicht möglich, das ist purer Fels. Ah, okay. Das geht nur mit Trick 17. Mhm. Jo, mach ich gleich. Alleine? Kann Trick 17, alleine. Trick 17 ist leider eine Gruppenaufgabe. Och. Ne? War ich letztes Mal schon so down oder hab mich zwischendurch wieder eine Schlange gebissen und ich hab's nicht mitgekriegt? Ja, letztes Mal kurz vor Ende noch eine Schlange gebissen. Ah, okay, dann kam's daher. Wir haben dich heimlich verprügelt. Da traue ich euch auch zu. Wäre übrigens sehr sinnvoll, wenn ich noch zwei zusätzliche Kräutergärten kriegen würde. Weil dann, weil ich immer die meisten Sachen nämlich immer aus drei Sachen herstellen kann, dann kann ich das nämlich in neunfacher Form sozusagen mal machen. Okay. Dein Wunsch wurde erhört. Ich komme gleich. Boah, das wird ja schon wieder dunkel. Ist ja nervig. So, jetzt haben wir das alles wieder auf Maß. Nikolas Malheur beseitigt. Hä? Ist das Malheur? Die falsche Fläche aufschütten vom letzten Mal. Das war kein Malheur. Das war falsche Einweisung, gell? Ja. Richtig. Oder einfach zu dumm, könnte man auch sagen. Deine Art, das anzuweisen, ja, das mag vielleicht stimmen. Ich weiß, dass dumme Menschen ihre eigene Dummheit nicht verstehen, also reg ich mich nicht auf. Hast du jeden Tag mit auf der Arbeit zu tun? Bei dir. Man merkt, sie kennt dich schon länger, sie kann schon gut Kontra geben. Tja. Auch krieg ja, ich meinen leeren Kahn wieder? Ja. Danke.
Hey, das ist meine Erde. Geh woanders schaufeln. Nur so als Hinweis, ich war als erstes hier, also verschwinde du. Wollen wir in den Ring gehen? Nee, ich geh. Die Stelle ist scheiße, das rutscht dir immer nach. Willst du wieder her? Nö, ich habe mich jetzt entschieden wegzugehen und jetzt darfst du den Scheiß da alleine machen. Viel Spaß bei. Na toll. Und wie gehst du woanders hin? Die zwei zusätzlichen gern am besten bei der Belagerungswerkstatt, da ist noch gut Platz. Okay. Oh ne. Die Uni. Ach, das Schaufel ist schon wieder im Eimer. Was? Eindringlinge vertreiben? Ist niemand da, der vertrieben werden könnte? Okay. Gott sei Dank, seit wann gibt es den Punkt denn? Den gab es doch nur, wenn jemand da ist. Mühle ist ja auch noch nicht an. Oh Mann. Du. Ja, ich vermisse auch irgendwie so ein bisschen Salentin. Machst du die restlichen Bäume hier nicht? Die Äpfel. Hä? Mit wem redest du? Der Yuyuka. Achso. Weil die ganzen Bäume, die ich jetzt abgegangen sind, leer sind? Ja, sind noch welche mit Äpfeln. Die letzte Reihe. Naja, 181 Äpfel, das ist nicht viel. So, dann geht's bei mir wieder mal in die Mine. Mal wieder ein bisschen buddeln, buddeln. Ich möchte kundtun, dass nur noch eine Schaufel im Vorrat ist. Ja. Okay, ich muss wieder schmieden. Ne, setze ich mich gleich dran. Ich will gerade noch die eine Kuh holen. Anson? Ja. Hier kommt man nicht hoch, das weißt du. Hier, ja, weiß ich. Gut, ich. Oh, gut.
Hier ist ja auch noch nicht fertig. Da oben muss dann alles weg. Weil das schon so glatt und eben aussah. Ich wollte es nur erwähnen. Ich habe es ja, nicht vorhin versucht und keine Chance. Nein, wenn du F3 drückst, siehst du, hier ist alles auf 1. Ja, ich weiß. Und da ist dann der Knick. Den und hier ist der Knick auf 0,5. Und das ganze Stück nach oben muss ich noch auf 0,5 angleichen. Gut. War jetzt noch eine Schaufel drin oder hast du die letzte geholt? Eine ist jetzt noch drin. Gott, da habe ich noch 10 Minuten oder so. Hat die Kuh noch? Das habe ich vergessen, das scheiß Mehl wegzubringen. Oh, nee. Was man nicht im Kopf hat. Das hast du in den Arm und in den Bein. Bringen die Schweine, wenn man sie schlachtet, auch mehr Felle, als wenn man sie tötet? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich vermute es mal. Wobei, wir haben eh nicht genug Äpfel. Bist du gerade dabei, die Tiere zu machen? Nein, er zähmt gerade welche, die frei laufen.
Aua. Aua? Ja. Ich habe Schmerzen. Sage und schreibe 5. Oh, wow. Hm. Bei mir sind es 50. Schlange? Ja. Ich habe sogar offiziell eine Wunde. Im Gesicht oder was? Oder was? Nein, im Arm. Ich habe blutige Hände. Ich habe so doll und so heftig gegraben, dass meine Hände geplatzt sind und ich die ganze Spitzhacke voll geblutet habe. Wie unrealistisch dieses Spiel ist. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ist, man sieht sogar das Blut noch nicht mal an der Spitzhacke. Ist ja eine Frechheit. Ich kann ja noch ein bisschen auf die rumknüppeln, dann wird die auch blutig. Bisschen neblig gerade. Nur ein bisschen. Genau das richtige Wetter. Fast wie zu Hause. Nee, zu Hause regnet es gerade wieder. Außerdem, ihr kennt das alte Sprichwort ja, was wir Friesen haben. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt bloß die falsche Bekleidung. Den Spruch gibt aber nicht nur in Friesland. Aber hier hat er wenigstens Sinn. Der macht überall Sinn. Genau, in den Alpen ist ja nicht kalt. Nein, da kannst du den ganzen Tag auf kurze Hose rumrennen. Sieht cool aus, wenn ihr zwei da an dem Hang mit den Fackeln steht. Schön beleuchtet. Ja, zumindest eine Ecke, ne? Das hatten wir nur für dich gemacht. Danke. Also die Wettereffekte müssen sie tatsächlich echt noch überarbeiten. Diese 5 Minuten totale Finsternis sind echt schlimm. Besser als die Viertelstunde, die es früher war. Mm-hmm.
Alle gerade hochkonzentriert hier, oder was? Ja, ich muss mich konzentrieren. Dass ich keinen umreite, der im Tor stehen könnte. Bitteschön. Jo. Wilkene? Ja. Da sind zwei Kräutergärten gesetzt worden. Ich hab's gehört. Wenn du so freundlich wärst. Wenn ich am Spielen bin, mach ich's mit. Oder kommt jetzt auf ein paar Minuten nicht an, hoffe ich. Nee, nur wenn sie jetzt natürlich, sag ich mal, in der nächsten Zeit irgendwann fertig werden, dann könnte das mit den 3 Stunden heute noch klappen. Den Kräutern. Ja. Deswegen. Hey, ich habe endlich mal wieder eine juwelenbesetzte Goldkette gefunden. Ja, Glückwunsch. GZ dazu. Warum, du bist ganz schön gehässig, wenn ich mir das so von unten anschaue. Der arme Pferdekarren. Der war im Weg. Ja, das habe ich gesehen. Ich dachte, was machst du da? Wie immer macht er nur Blödsinn. Das weißt du doch. Ja, aber das ist das erste Mal so ganz offiziell zu sehen. Er verheimlicht es ja sonst wenigstens hin und wieder. Was? Nein, Barock doch nicht. Doch, er will ja, ne, das anständige Bild offen halten. Welches anständige Bild? Das, was ich bis dato noch von ihm hatte. Kannst mal sehen, wie blind man auch nach der Zeit noch sein kann, ne? Echt? Verdammt. Und wenn es jetzt auch noch schnell vergesslich ist, bleibt das Bild vielleicht noch länger erhalten. Ja, das ist sie. Du, an Alzheimer leide ich nicht. Also so vergesslich bin ich dann auch nicht. Ja, so sicher bin ich mir da nicht. Aber ich. Ja, und mit diesem Thema beenden wir dann auch die heutige Folge. Alzheimer und ihre Auswirkungen. Gucken Sie auch gerne morgen wieder rein, wenn Sie wissen möchten, wie diese Diskussion ausgegangen ist. Ja, von euch verabschiedet sich wie immer mal die komplette Planlos-Crew. Wenn es euch Spaß gemacht hat, uns zuzuschauen und ihr gerne mitspielen möchtet, schreibt Barock oder mir in die Kommentare. Dann sorgen wir dafür, dass auch mehr Leute auf den Server mit drauf können. Dann könnt ihr entweder bei uns mitspielen oder hier euer eigenes Ding machen. Hauptsache, ihr kommt auf unseren Server. Unsere Server-IP und Passwort findet ihr jeweils in unseren Videobeschreibungen. Daran soll es also nicht liegen. Und ansonsten sage ich einfach mal, wenn ihr bei mir schaut, schaut bei Barock rein. Wenn ihr bei Barock schaut, schaut auch mal bei mir rein. Und ansonsten sage ich einfach mal, bis morgen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.